willkommen zu meinem zweiten Unboxing-Video. Diesmal geht es um die erste Firefly Cargo Crate, die ich bekommen habe. Los geht's, ich bin gespannt, was drin ist. Thema dieser Cargo Crate ist Zoe und ich sehe schon eine Figur. Hier haben wir erstmal ein T-Shirt. T-Shirt, okay, das ist nicht Zoe, aber das trägt sie auch nie in der Serie, aber das, ich glaube, das soll einfach gut zu Zoe passen. Motiv hier. Als nächstes eine kleine Blindbox, in der verschiedene Figuren aus der Serie sein könnten. Sie geht jedenfalls schon mal sehr schwer auf. Und was ist drin? Ah, ein kleiner Wash von ihm, also von Alan Tudyk, gibt es übrigens auch ein Unboxing-Video zu genau dieser Cargo Crate. Ich habe es noch nicht gesehen, aber sicher ist das amüsanter als meines, also ich bin euch nicht sauer, wenn ihr sofort dahin wegklickt. Okay, ein bisschen sauer wäre ich schon. Und nun eine Münze. Okay, die Figur, die ich schon gesehen habe von Zoe, sieht ja schon mal sehr cool aus von den Bildern. Gut verpackt ist sie auch. Pose mit zwei Gewehren. Ist nicht beweglich, aber sieht sehr schön aus. Ein Anstecker. Big Damn Heroes. Ah, Big Damn Heroes, Sir. Ein Buch. Ein Notizbuch vielleicht. Ja, ein Notizbuch. Jedenfalls sehr schön gemacht mit so Kunstliedereinband und einer Bändel. Ja, ist ein Notizbuch, genau. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich da reinschreiben soll, aber es sieht wirklich sehr schön aus. Ship from Hera, Serenity Valley. War schon auf dem Paket geklebt. Ein Zertifikat von Zoe. Wusste gar nicht, dass das der Mädchenname von Zoe war. Und zuletzt ein Magazin. Das muss ich mir mal in Ruhe durchschauen. So ein Interview drin und ein Rezept. Wife Soup. Ja, ich bin jedenfalls schon mal gespannt auf die nächste Loot Crate. Hoffentlich dauert das da dann mit dem Zoll nicht so lange. Und wenn ich Zeit habe, gibt es da natürlich auch wieder ein Unboxing-Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr Firefly-Fans seid, überlegt mal, ob ihr die Cargo Crate abonniert. Es lohnt sich, denke ich. Ciao!